Willkommen hier zu diesem neuen Video auf dem Kanal. Neben dem iPad hat Apple auch ein neues MacBook Air vorgestellt gehabt. Und genau das liegt jetzt hier auf dem Unboxing-Tisch. Und ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Also viel Spaß! Ehrlich gesagt habe ich das MacBook Air zuerst unterschätzt und dann ist mir aber bewusst geworden, dass es doch so der Mac ist, der, wenn man mal im Store ist, auch ziemlich häufig verkauft wird. Allerdings war das bisher dann immer die alte Version, wo man sich gefragt hat, wer die noch kauft, weil die wirklich hardware-technisch ziemlich veraltet war. Aber jetzt haben wir hier endlich ein Retina-Display mit 13,3 Zoll und einer 1600p Auflösung, also die gleiche wie im 13 Zoll MacBook Pro. Und preis-leistungstechnisch scheint das Ganze auch ein bisschen besser zu sein. Ich in meinem Fall habe mich jetzt für die günstigste Version mit dem 1,6 GHz Dual-Core Intel Core i5 Prozessor entschieden. Zu dem Prozessor komme ich gleich aber auch noch, da gab es ja auch einige Diskussionen. Dann dazu 8 GB RAM und nur 128 GB Speicher, was wirklich ziemlich wenig ist. Und das Ganze kostet eben 1349 Euro. Und ich habe mir gedacht, ich möchte einfach mal rausfinden, was man für dieses Geld wirklich bekommt, weil das mit Sicherheit ein Mac sein wird, den ziemlich viele Leute kaufen werden. Und Alter, warum geht der nicht auf? Oh. Okay, und ich habe hier die neue goldene Farbvariante, die, um ehrlich zu sein, jetzt gerade vom Licht her ziemlich rosé aussieht. Auf der Kamera sieht es tatsächlich, jetzt sieht man das Rosé. Auf jeden Fall. Im Vergleich zu meinem 15 Zoll ist das auf jeden Fall deutlich leichter. Ich lege das jetzt erstmal hier zur Seite. Und wir gucken uns den Zubehörumfang mal an. Da haben wir zum einen das USB-C-Kabel, denn dieses MacBook Air hat jetzt auch USB-C, beziehungsweise technisch ist es Thunderbolt 3. Dazu natürlich auch das Netzteil, was 30 Watt hat. Ich denke mal, das ist ausreichend, aber ist jetzt auch nichts wirklich Krasses. Was ich persönlich aber ziemlich spannend finde, auch wenn es nur ein kleines Detail ist und auch wenn es mittlerweile ein Running Gag ist, die Apple-Sticker. Aber sie sind dieses Mal in der Farbe vom MacBook. Endlich mal. Das hätte man auch bei einigen anderen Apple-Produkten gut haben können, aber jetzt hier ist es endlich dabei. Also kleines Detail, aber mich freut's. Kommen wir jetzt aber zu dem MacBook selbst. Das ist hier noch in so einer Folie eingepackt, wie man es von Apple kennt. Und die nehme ich natürlich auch noch einmal weg. Und dann haben wir hier das goldene MacBook, was gerade echt rosé wirkt. Also für meinen Geschmack auf jeden Fall ein bisschen zu rosé. Aber ich würde sagen, wir klappen das MacBook einfach mal auf, entfernen die Sichtschutzfolie. Und das MacBook geht auch direkt an. Das ist auch ein cooles Detail. Und was sehen wir hier? Wir sehen ein größeres Trackpad als beim alten MacBook Air. Wir sehen auch das neue Butterfly 3 Keyboard, was eben mit dem Butterfly-Mechanismus ist, der aber ein bisschen verbessert wurde. Ganz fehlerfrei ist ja wohl immer noch nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte damit bei meinem 15 Zoll MacBook Pro hier noch überhaupt keine Probleme und bin auch mit der Tastatur insgesamt ziemlich zufrieden. Neben der neuen Tastatur ist allerdings auch noch ein Touch-ID-Sensor hier im Power-Button integriert. Das ist auf jeden Fall vorteilhaft, weil eben Apple Pay demnächst auch in Deutschland starten wird. Dann kann man damit einfach bezahlen und zum Entsperren vom MacBook ist es einfach die deutlich entspanntere Sache. An der Seite haben wir auch hier wie bei dem normalen 13 Zoll MacBook Pro die Lautsprecher, die auch ziemlich gut sein sollen, was ich Apple auf jeden Fall glaube, weil Lautsprecher können die echt. Und wir haben hier an der Seite zwei USB-C-Anschlüsse, beziehungsweise wie eben schon gesagt, Thunderbolt 3. Das heißt, darüber kann ein 5K-Display, glaube ich, connected werden. Zwei 4K-Displays, also darüber geht echt einiges. Das liebe ich auch an meinem 15 Zoll MacBook Pro. Und was ich ebenfalls am Computer liebe, das ist der Kopfhöreranschluss und den haben wir zum Glück auch noch. Aber ich muss sagen, das Design vom MacBook, das ist einfach mal ultra schön. Das hat ja auch noch diese dünner werdende Linie, wie man das auch von dem alten MacBook Air kennt, war jetzt eben mit der bisschen neueren Designsprache und allem. Das ist ein verdammt schöner Computer, also das kann man gar nicht anders sagen. Aber ich meine, das erwartet man ja schließlich auch bei dem Geld. Was ich eben auch ziemlich cool finde, dass wir den Touch-ID-Sensor haben, ohne dass man die Touchbar hat. Zumal die Touchbar aktuell ohnehin noch nicht so sinnvoll genutzt wird. Aber ich denke mal, hier mit den normalen Funktionstasten, damit wird
jeder vertraut sein und auch jeder gut klarkommen. Aber wie gesagt, es ist trotzdem cool, dass wir Touch-ID verbaut haben. Und natürlich, es ist ein Retina-Display, so wie man es liebt von den neuen Macs, und eine deutliche Steigerung zu den alten Panels. Ich meine, das ist kein Vergleich. Das alte MacBook Air, das hatte sogar noch ein TN-Panel und jetzt haben wir hier ein IPS-Panel und das muss schon einiges heißen. Also der Sprung, der ist wirklich massiv und auch die Blickwinkel, die sind einfach deutlich besser. Kommen wir jetzt aber mal kurz zu dem Thema mit dem Prozessor, weil wie gesagt, am Anfang gab es da einige Diskussionen darüber, dass der Prozessor einfach mit einer viel zu geringen Wattleistung läuft und man dadurch einfach keine gute Performance hinbekommt. Das stimmt so nicht. Der Prozessor, der läuft schon mit einer für so einen Prozessor ziemlich ordentlichen Wattleistung. Was man allerdings nicht vergessen darf, dass dieser Intel Core i5 Prozessor, der hier drin verbaut ist, kein richtiger Intel Core i5 Prozessor ist, sondern die Intel-Prozessoren, das sind eigentlich nur die Y-Prozessoren, also die wirklich mobilen Prozessoren, die jetzt einfach als Intel Core i5 verkauft werden. Ich meine, Intel Core i5 klingt irgendwie auch schöner und besser als Y-Prozessor, aber ihr dürft es eben nicht vergessen, dass wenn ihr hier Intel Core i5 lest, dann ist es nicht vergleichbar mit dem Intel Core i5, der im MacBook Pro verbaut ist. Dieses MacBook, das wird kein Powerhouse sein, gar keine Frage. Aber ich möchte einfach trotzdem mal rausfinden, was taugt dieses MacBook Air, weil es wie gesagt so der Einstieg in die MacBooks ist und viele Leute, auch gerade Studenten und so, die werden wahrscheinlich dann eher ein MacBook Air kaufen anstatt ein MacBook Pro. Und da möchte ich dementsprechend rausfinden, was man mit diesem MacBook alles machen kann. Also ich werde mir das jetzt mal ein bisschen genauer anschauen und dann hier auf diesem Kanal auch weitere Videos hochladen. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem MacBook sehen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also bis dahin, ciao!